Hallo, liebe Freunde des gepflegten Hauens und Stechens in Japan, ich Stolpi. Ich zeige euch wieder eine Serie aus dem VMS Championship, also aus dem großen VMS-Turnier. Diesmal das Viertelfinale zwischen Wim von RTK und Stellar Fire. Eigentlich Battlestar Clan, hat aber irgendwie den Clan gewechselt und hat jetzt das Clan Tag USA. Weiß auch nicht wieso. Sie spielen auf Bucht der Gesichter. Ja, und das ist Best of Three, also der Spieler, der zuerst zweimal gewonnen hat, der gewinnt diese Serie und der ko kommt weiter ins Halbfinale. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, ich habe euch ja schon die Spiele von Wim gezeigt aus dem Achtelfinale gegen den Sensenmann, wo er 2 zu 1 gewonnen hat. Die Spiele, die sind zu sehen, auch auf meinem Kanal, könnt ihr mal ein bisschen durchstöbern, findet ihr garantiert, dass auch das war eine Best of Three Serie. Und Wim hat da 2 zu 1 gewonnen. Wims bisheriger Weg in dieses Viertelfinale des VMS Championship ging eben, wie gesagt, über den Sensenmann. Dann hat er den Broski, der P-Mann, geschlagen. Oder Broski P-Man, keine Ahnung, wie der sich bezeichnet haben will. Und er hat, glaube ich, in der ersten Runde gespielt gegen einen Spieler des Clans der Illuminatis, gegen Collins, soweit ich das in Erinnerung habe, jawohl. Und sein Gegner. Sehr bekannter Spieler, Stellar Fire, der hat ganz schön abgeräumt auf seinem Weg, hat unter anderem Grey Stranger und Adalar, beides Spieler des großen russischen Clans, rausgehauen und hat im Achtelfinale Toki geschlagen. Also Stellar Fire hat hier auf seinem Weg bisher in dieses Viertelfinale ganz schön aufgeräumt. Und die beiden, die treffen sich jetzt hier auf dieser Map. Bucht der Gesichter und das ist eine ganz interessante Map. Wir haben hier das Bogendojo, wir haben das Bauernhaus und hier hinten nochmal ein Dojo, den Schrein. Und wir schauen jetzt mal die beiden Armeen an. Also ich kann euch schon mal sagen, die beiden, die rennen jetzt hier beide den Hügel rauf zum Bogendojo. Stellar Fire schickt Wukus Level 6 nach vorne, er hat hier kugelsichere Samurai Level 6, zwei Naginata-Begleiter, Yari-Kavallerie, Feuer-Kavallerie Level 8. Leichte Kavallerie, ein Führerschaftsgeneral und dann ganz viel Infanterie. Katana Samurai Level 6, Yari Samurai Level 7. Die haben, glaube ich, sogar. Nein, nicht Hold Firm. Katana Samurai Level 6, Yari Samurai Level 7, Katana Samurai Level 6, noch mehr Naginata Begleiter. Also eine richtige Box hier eigentlich. Er spielt ja ganz gerne diese Boxen. Und Wim schickt ihm seinerseits was entgegen. Ah, hier hinten kommen nochmal zwei leichte Kavallerieeinheiten vom Stellar Fire. Schickt hier zwei Yari-Kavallerieeinheiten nach oben. Er hat hier einen Naginata-Begleiter. Auch er hat einen Führerschaftsgeneral. Noch eine leichte Kavallerie. Und dann hat er im Wesentlichen eigentlich einen Corps aus Kriegermönchen, Level 6 Naginata-Kriegermönchen und Lehnschwert-Ashigaru, Level 9 mit Banzai. Ja, das ist so im Wesentlichen eigentlich seine Armee. Beide nicht so stark bezüglich Fernkampf, sondern wirklich mit diesen Infanterieboxen. Und ist eigentlich umso interessanter jetzt, dass die beiden hier raufrennen zum Bogendojo. Wirklich volle Kanne, einfach hier den Hügel hoch. Die lassen die beiden anderen Dojos eigentlich praktisch ignoriert. Und jetzt kommt hier zum ersten Charge. Und jetzt machen wir mal mit normalem Tempo weiter. Und jetzt laggt es gerade ein bisschen hier bei mir. Ja, da kriegt der Wim eigentlich jetzt den besseren Charge in die Kavallerie, in die F-18 Hornets. Ist auch ganz interessant, der Stellar Fire, der hat eigentlich seine ganzen Einheiten nach amerikanischen Panzern und Flugzeugen benannt. Also die Kavallerie, die heißt irgendwie FA-18 und hier hinten die Infanterie, die heißt M1A2 Abrams. Das ist ein Panzer, der Abrams. Also na, hier hinten haben wir den F-15 Eagle, das ist wieder ein Kampfflugzeug. Ja, er scheint also sehr begeistert zu sein vom amerikanischen Militär. Und hier hinten kommt nochmal ein Angriff mit leichter Kavallerie. Den kann aber Wim abwehren. Und jetzt kommt es hier wirklich drauf an. Im Prinzip kann man jetzt hier Standbild machen, weil die beiden, die werden sich jetzt hier erhoben auf diesem Hügelkamm, werden sie sich gegenseitig kloppen. Also schicken wirklich einfach alles rein, was da ist. Ihr seht das. Taktisch sicherlich keine sehr, naja, anspruchsvolle Schlacht hier. Wim hält, der Stellar Fire hält seinen General noch zurück. Wim eigentlich auch. Glaube ich, der schickt den General schon ziemlich bald mal jetzt dann in Stand and Fight. Jawohl, sehen wir jetzt hier.
Ist aber eigentlich relativ gefährlich jetzt. Wims General ist in einer ziemlich unangenehmen Situation, weil jetzt kommt bereits hier ein Charge mit Yari-Kavallerie. Er sitzt noch rechtzeitig ab, kriegt aber eigentlich die Yari-Kavallerie jetzt bereits in den General hinein. Und das ist sicherlich nicht gut, kann aber konterchargen mit der leichten Kavallerie. Aber er hat ein Problem. Er hat seinen General hier absitzen lassen und hier hinten ist eine Lücke. Ja? Und ihr seht, was hier noch wartet. Ich meine, Stellafire hat... Entschuldigung. Stellafire hat noch viel Kavallerie. Jede Menge Kavallerie, würde ich sogar sagen. Und das ist gefährlich für den General vom Wim. Hier hinten noch die leichte Kavallerie von Stellafire. Die hat er nicht aus dem Feld schlagen können, weil er musste ja seinen General schützen. Stellafire jetzt ebenfalls im Stand and Fight. Und er macht es insofern einfach cleverer, dass er natürlich hier hinten, er hat noch Einheiten in der Hinterhand. Ne? Wim hat nichts mehr. Hat alles reingeschickt. Muss ich jetzt hier mit Händen und Füßen gegen diese leichte Kavallerie verteidigen. Schöner Rückseiten-Charge hier. In die Ashigaru. Seinerseits aber wieder mit einer Kavallerieeinheit in den Rücken gekommen. Ja, und jetzt kommt hier die Feuerkavallerie und das ist natürlich... Ah, das ist tödlich. Das ist ganz, ganz unangenehm. Jetzt ist nur Entschuldigung, einige Banzai-Gefeuere hier, die Lehnschwerter haben Banzai ausgelöst, so halten sie natürlich ein bisschen länger aus. Wir haben auf der anderen Seite auch den Kriegsschrei ausgelöst. Also. Aber ich denke, das Entscheidende hier ist wirklich die Tatsache, dass eben dieser General jetzt angecharged wird von leichter Kavallerie und von Feuerkavallerie. Ich meine, die Lehnschwerter, wenn Banzai weg ist, dann sind diese Lehnschwerter im Prinzip eigentlich nichts mehr wert. Und er hat ja eigentlich nur noch Lehnschwert. Er hat noch zwei Kriegermönche hier, die sind sehr angeschlagen, die kämpfen noch ein bisschen. Wobei die eine Einheit hat noch 100 Mann, aber trotzdem. Und jetzt bricht's hier und jetzt kommt die Katana-Einheit, die Level 6 Katana-Einheit. Ich meine, die hat 23 Nahkampfangriff, kommt jetzt in den General und das ist mörderisch. Das mag ein General gar nicht, gegen Katana-Samurai zu kämpfen. Und ihr seht es, Stellafire ist hier hinten auf der sicheren Seite und Wim, dem bröckelt es jetzt einfach weg hier. Er hat seinen General im Kampf gegen eine Katana, er kriegt jetzt einen Rückseitencharge. Und seine Lehnschwerter, die haben ja nichts mehr. Banzai ist weg und ihr schaut euch mal die Moral an von den Lehnschwertern in diesem Keller. Ja. Ja. Also keine sehr hochstehende Schlacht in dieser ersten Runde zwischen diesen beiden Spielern. Da sind sie einfach beide den Hügel raufgerannt mit ihren massiven Rush-Builds. Hatten beide eigentlich dieselbe Idee hier, nämlich einen Rush zu fahren und auf dieses Dojo hochzugehen. Obwohl man eigentlich sagen muss, im Nachhinein war es völlig unnötig. Keine von beiden hatten Fernkampf mit dabei. Also die hätten ruhig auch unten bleiben können und diese Schlacht ein bisschen taktischer machen können, weil das war eigentlich unnötig, aber die beiden haben es gemacht, das war ein Schlachtplan. Beide haben ihren Schlachtplan ausgeführt, meine ich. Ja, und so kann es dann gehen in Shogun. Also das ist nur noch Aufräumen jetzt hier. Stellafire hat sich durchgesetzt mit seiner Armee. Jo. Und geht damit 1-0 in Führung in dieser Best-of-3-Serie im Viertelfinale dieses VMS Championships. Und wir schauen uns noch die Statistik an. Statistik vermutlich das einzig wirklich Spannende an dieser Schlacht. Naja, was soll's. Das ist eben ein Turnier. Und im Turnier nimmt man den Sieg eben so, wie er kommt. Ja, also die beiden, ja, Stellafire hat doch deutlich mehr Soldaten aufgestellt. 200 Mann mehr. Hat mehr getötet, weniger verloren. Ist klar, dann gewinnt man auch die Schlacht. Killmäßig Feuerkavallerie, ja, 227 Kills. Die Katanas waren auch gut. Katanas sind eben schon gut. In so einem Blob sind die super. Wenn die genügend Unterstützung haben von einem guten General, der sie ein bisschen pushen kann, dann fressen die sich durch alles durch.
Also wenn man dieses Moralproblem mit den Katanas in den Griff bekommt, das sie einfach haben, dann sind sie schon sehr, sehr effektiv. Und das hat sich hier wieder gezeigt. Ich meine, es sind die Einheiten mit den meisten Kills. Und beim Vim, ja, die Lehnschwerter 133 Kills, aber sonst die Lehnschwerter nicht zum Tragen gekommen eigentlich. Ja, also zwei Rush-Armeen gegeneinander und letztlich hat der Stellarfire gewonnen. Und da sind wir gespannt auf das zweite Spiel zwischen diesen beiden Männern. Und auch das werdet ihr auf meinem Kanal zu sehen bekommen. Ich sag tschüss, bis dann.